Bouncer, hier ist The Perks Club. Die Gegner zu meiner Linken kommen aus Hamburg und Berlin. Sie kämpfen mit einem Gesamtgewicht von 202 Kilogramm. Hier sind die Muskelkater Michael Schenkberg und Toni Martin. Oktober 2017. Wir sind live im Max Nacht Theater in Kiel und wir sehen das große Finale der Maximum Tag Team Challenge. Und gleich geht es los. Beide Teams gehen aufeinander los. Wir haben hier zum einen den Perchstart Ivan Kiew, der unten links in der Ecke Toni Harting bearbeitet von den Muskelkatern. Und im hinteren Bild, da sehen wir Pete Bouncer und Michael Schenkenberg. Hier Schulterblocks in der Ringecke von Ivan Kiew gegen Toni Harting. Halb auf dem Ringmesser. Ja, und schon ist die Action draußen, hat das Match schon angefangen. Wir sehen Ringrichter Ben Böseler, der relativ verzweifelt versucht, die vier Kontrahenten wieder in den Ring zu bekommen. Also relativ offensichtlich hat das Match noch nicht begonnen. Er wird gerade etwas hilflos und ratlos. Ja, er zählt auch nicht. Wobei bei dem Finale macht ein Double Count Out auch wenig Sinn, aber hätte das Match begonnen, würde er zählen. Ja, und wir haben ein bisschen Zeit, die Kontrahenten vorzustellen. Wir haben zum einen das Team Muskelkater neu formiert im Maximum Tag Team Challenge. Michael Schenkenberg und Toni Tiger Harting. Und zum anderen natürlich der Perch Club, der schon seit vielen, vielen Monaten Maximum Wrestling ja tyrannisiert, möchte man fast sagen. Ivan Kiev und Pete Bouncer rücksichtslos regeln, sind ihnen ein Fremdwort. Hier sehen wir schon die Härte, mit der Ivan Kiev auf der Bühne gegen Toni Harting vorgeht. Doch der weiß sich zu wehren. Ja, es geht hier Richtung Entrance. Wo sind denn Schenkenberg und Bouncer? Ich glaube, da hinten rechts am Technikpult ist ein bisschen Bewegung. Das sieht unübersichtlich die ganze Situation. Und Ben Böser weiß immer noch nicht, wohin schauen soll, wo was passiert. Jetzt geht zurück auf die Bühne. Kiev. Ansatz zum Suplex. Suplex auf der Bühne. Das ist natürlich nochmal besonders hart, dass es nicht gefedert. Und das tut weh. Das tut weh. Also Toni Tiger Harting kassiert hier schon den ersten Suplex, bevor das Match überhaupt angefangen hat. Beide sichtlich gezeichnet und hinten kommen Bouncer und Schenkenberg. Ja, jetzt geht's in den Ring. Ja, Ring frei, Freunde. Ben Böseler, der prüft nicht mal mehr, ob die Wrestler irgendwelche verbotenen Gegenstände dabei haben. Er ist einfach froh, das Match anläuten zu können. Hier sehen wir Pete Bouncer, der gleich mal mit einem Suplex gegen Michael Schenkenberg das Match beginnt. Recht das Cover, 1, 2, nein, nein, das wäre hier gewesen, 30 Sekunden Match und wir hätten neue Tag Team Champions, die ersten Tag Team Champions an Maximum Wrestling. Wechsel mit Ivan Kiev. Und Suplex Leg Drop! Eieieiei. Das nächste Cover, wo ist Harting? Da kommt er gerade noch rechtzeitig in den Ring. Ben Böseler findet das alles andere als lustig. Ja, normalerweise ist der Perch Club natürlich derjenige, der öfter vom Ringrichter ermahnt wird. Hier muss sich der Tiger erstmal gefallen lassen, draußen geschickt zu werden. Und der Griff ins Gesicht von Kiev auch nicht erlaubt. Auch da wird sofort ermahnt, wird sofort dazwischen gegangen. Und wieder sehen wir im hinteren Bild dran Pete Bouncer, wie er Michael Schenkenberg wirft, während Ivan Kiev den Ringrichter und Toni Harting in Schach hält. Ah, jetzt wirft er ihn mit dem Ringseil. Und Schenkenberg kassiert hier in den ersten Minuten des Kampfes richtig. Ab ins Seil und er wird gewirkt. Schlag ins Gesicht. Im wahrsten Sinne des Wortes, dieses Match ist jetzt ein Schlag ins Gesicht für die Muskelkater. Und wir haben momentan noch gar keine Chance hier. Man sieht einfach, wie eingespielt und wie abgebrüht der Perch Club ist. Ja, der Perch Club ist hier natürlich auch Favorit. Wie gesagt, das Team neu formiert.
Michael Schenkenbeck ging eigentlich mit seinem ursprünglichen Vater Nikita Charisma ins Turnier. Der verletzte sich, musste ausscheiden, aber er konnte sich dann im Turnier halten mit seinem neuen Partner Tony Ciccardi und qualifizierte sich bei der letzten Show im Juli mit Michael Knight für das Finale und jetzt das erste Mal richtig hier zusammen in Kiel im Ring, die beiden. Also relativ skurril, dass beide im Finale des Tag-Team-Turnieres stehen, ohne bisher ein Match gemeinsam bestritten zu haben. Ja, wir sehen es hier, da klappt die Absprache noch nicht so ganz. Ellbogen im Rücken von Michael Schenkenbeck. Also hier können Schenkenberg hier die ganze Zeit in ihrer Ringhälfte halten. Jetzt wieder das Tag. Ja, ja, Kiel erbarmt sich und jetzt nächste Aktion. Tritt in die Magengrube. Nicht schön, aber wahnsinnig effektiv. Harter Body Slam, wieder geht Kiev ins Seil und wieder ein Leg Drop. Wie in den Rücken und wieder der Wechsel. Die Jungs sparen hier ordentlich Kraft, ruhen sich immer wieder für 30 Sekunden aus. Und jetzt Kiev fällt. In die Rücken. In die Rücken. Und Schenkenberg, ja, keine Chance. Keine Chance auf den Wechsel. Kiev tut sich aus und Martin steckt voller Energie, aber darf nicht ins Match und Schenkenberg passiert weiter. Sprechen sich die beiden nochmal. Kiev kommt wieder in den Ring. Und Schenkenberg, da sieht man, hat doch deutliche Probleme zur Luft zu kommen, nachdem noch seine Rippen relativ hart bearbeitet wurden. Jetzt, ja, wer hätte es gedacht, da ist Pete Bouncer von außen, wirft Schenkenberg, hält ihn fest. Dieser Kiev nimmt Anlauf. Cannonball! Könnte es das schon gewesen sein. Cover von Ivan Kiev. Noch ist Schenkenberg im Rennen. Noch ist er dabei. Versuch verzweifelt Tony Harting zu erreichen. Ivan Kiev stellt sich dazwischen, macht sich damit ein bisschen lustig über die beiden. Ja, das haben wir im Turnierverlauf auch gesehen. Das machen sie immer wieder mit den Gegnern. Lassen sie wenige Zentimeter bis an ihren Partner rankommen. Jetzt wird sogar Harting rausgebeten mit dem Ellenbogen von Kiev. Alles nur um den Wechsel zu verhindern. Und das ist eben auch der First Cup. Sie sind einfach gut und sie wissen es und lassen es auch gerne ihre Gegner spüren. Und wieder aus der Ringe gezogen. Ich weiß nicht, ob Schenkenberg überhaupt schon einen Schlag anbringen konnte. Ich glaube, seit das Match gestartet ist, noch nicht. Bitte die Lässigkeit von Pete Bouncer. Schenkenberg zeigt an, er will keinesfalls aufgeben. Noch ist die Faust da. Noch versucht er zu Kräften zu kommen. Ja, und er braucht das Publikum. Er braucht das Publikum. Harting feuert auch an. Das Publikum ist da. Und er geht wieder zu Boden. Kleiner Smalltalk hier in der Ecke zwischen den beiden Kontrahenten. Wir werden in die Ringecke. Und die Bouncer. Oh, der lässt sich Zeit, Und Konter von Schenkenberg. Aufsteigen und... Ah! Da kassiert er den Schlag in die Magengrube. Wobei ist es mit der Helligkeit. Oh! Und da ein toller Konter von Schenkenberg. Ansatz zum Bulldog und Schenkenberg kontert. Und jetzt hat er ihn, jawohl! Da kommt Double Check sogar. Kiev und Harting sind jetzt die legalen Männer im Ring. Und Harting ist voller Energie, das sieht man hier. Clothesline, Neckbreaker gegen Ivan Kiev. Weiter geht es. Und Body Slam. Body Slam gegen die Bouncer. Jetzt ist das Publikum natürlich da. Die Muskelkater sind da und das Blatt hat sich gedreht. Und wieder Tag. Auch das eine gute Idee. Schenkenberg, der muss sich ein bisschen ausdrücken. Der muss noch pumpen. Und jetzt kassiert er auch gleich wieder. Aber schön von hinten kommt Harting. Northern Light Suplex von Schenkenberg und der Save von Ivan Kiev. Cover Versuch hier von Schenkenberg, aber das wird natürlich nicht. Und Kiev holt sich Pete Bouncer für den Tag in die eigene Ringecke. Auch eine Variante. Und jetzt ist Kiev wieder im Ring. Und es geht wieder gegen Schenkenberg. Also man sieht es sehr, sehr, sehr eingespielt. Ja,
Keine Aufgabe, zeigt Ben Bösler an. Ja, da sieht man, dass der Wechsel zu Schenkenberg zurück war eindeutig zu früh. Der war noch nicht wieder bei 100%. Schenkenberg pumpt hier, der pumpt und kann Kiew mit dem Rücken in die Ringecke buxieren. Aber Schmerzen im Rücken, schafft er es zu wechseln? Nein, da geht's an den Hosenbund. Oh, hier kommt der Fuß von Pete Bouncer. Oh, Volltreffer. Hier wird in der Ecke gewürgt und man sieht es ganz gut. Ivan Kiew schirmt das Würgen ab, damit der Referee es nicht sieht, denn das ist natürlich hochgradig illegal. Dafür könnte er disqualifiziert werden. Und jetzt wirkt wieder Pete Bouncer in der Ringecke, also die Würger von Kiel sind unterwegs. Schenkenberg wird hier ein ums andere Mal um die Luft geholt. Das Regelwerk scheint beiden völlig fremd zu sein oder einfach nur komplett egal. Ja, und jetzt hat Ben Bösler die Lage erkannt. Und Ivan Kiew zeigt an, dass er das Match jetzt beenden möchte. Da könnte Michael Schenkenberg ein guter Gegner für sein, denn der ist nun wirklich geschwächt, wirklich mitgenommen. Immer wieder auf den Rücken von Schenkenberg. Pete Bouncer jetzt im Ring. Oh, Big Boot mitten ins Gesicht und jetzt Kiew auf dem Seil. Der Ball deckt auch noch. Blockbuster! Blockbuster von Ivan Kiew gegen Michael Schenkenberg, das könnte es gewesen sein. Kammer, 1, 2. Ah, Schenkenberg kommt raus. Schenkenberg kommt raus. Und wir haben noch keine Tag Team Champions hier im Max. Also wir sehen, Schenkenberg ist gezeichnet. Bouncer kann sich hier Zeit lassen, muss keine Angst haben, dass irgendwas von Schenkenberg kommt. Toni Harding feuert seinen Partner nochmal an. Und die Nehmerqualitäten von Michael Schenkenberg sind natürlich beeindruckend. Die Frage ist, wie lange geht das noch gut? Double Underhook Ansatz, Reversal und wunderschöner Suplex von Michael Schenkenberg. Kiew. Und weiter geht es. Wahnsinn, was für Aktion jetzt hier im Match. Und es geht weiter und alle vier Kontrahenten liegen im Ring. Wahnsinn, was für eine Serie, was für eine Staffette an Moves. So, wer sind jetzt die legalen Männer im Ring? Wem genau zählt Ben Bösler gerade an? Ich habe den Überblick verloren, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich, da es alle vier im Ring sind, ist es eigentlich auch egal. Hauptsache Ben Bösler weiß, wie er anzählt. Und im Zweifel kriegt er den Titel. Kommen sie wieder hoch, Schenkenberg, Harting ziehen sich gegenseitig hoch. Ah, und weg geht's los, offener Schlagabtausch, hin und her. Bouncer gegen Schenkenberg und Kiew gegen Harting. Harte Vorhand. Und noch hat so nicht wirklich jemand die Oberhand. Uppercut von Schenkenberg. Harting hat Kiew oben in der Ringecke. Wirkt er ihn? Er greift ihn und geht auf ihn los. Und hier Stairdown in der Mitte des Rings zwischen Bouncer und Schenkenberg. Sie gucken sich an wie zwei Löwen. Beide gehen ins Seil. Abgetaucht und Double Clothesline! Double Clothesline mit hoher Geschwindigkeit. Und oben kann Kiew sich ein bisschen befreien. Die sind beide erstmal außer Gefecht gesetzt. Wieder abgetaucht. Oh. Schöner Enzigiri von Ivan Kiew. Ja, und Harting. Ja, ich glaube, Ben Bösler weiß mittlerweile auch nicht mehr, wer so richtig in den Ring gehört. Zeigt es an, wer wo wann was. Und Kiew geht jetzt aber aufs oberste Seil. Doch da kommt Schenkenberg. Steigt hinterher aufs zweite Ringseil. Toni Harting will auch mitspielen. Ja, kommt ihm da zu Hilfe, jetzt wollen sie hier von da oben runter. Double Suplex. Einmal zum Double Suplex, da kommt Pete Bouncer dazu. Bouncer, jetzt schnappt er sich alle. Ja. Was wird das? Eieieiei.
Da bebt der Ring. Double Powerbomb von Pete Bouncer gegen die Muskelkater, die ihrerseits einen Superplex gegen Ivan Kiev zeigen. Ja. Und wieder liegen alle vier Wrestler am Boden. Wer war jetzt der Nutznießer dieser Aktion? Also ich habe hier völlig den Überblick verloren und wieder zählt Ben Böhler. Ich würde sagen Pete Bouncer, und er ist auch der Erste, der jetzt hier steht. Er ist der Einzige der vier, der keinen Move einstecken musste. Stehen ist relativ, er wankt so ein bisschen durch den Ring, schnappt sich jetzt Schenkenberg, schnappt sich Harting. Ansatz zum Double DDT. Der hat wohl noch nicht genug, aber das bereut er. Auf und Dominator von Tony Harting auf die Knie von Michael Schenkenberg. Ah, Bouncer hat Comeback-Qualitäten. Bouncer lässt sich davon nicht beeindrucken, kann kontern. Bouncer liegt Schenkenberg jetzt auf Seil. Oh. Eine wunderschöne Neckbreaker-Variante. Und das Cover. Ui. Das war bei 2,9. Kann es nicht fassen, dass das noch nicht gereicht hat. Und jetzt ist hier wieder unten am Ring. Schnappt er sich jetzt hart hin. Bouncer macht er eine Geste in seine Richtung. Ruft Ivan Kiev ran. Kiev kommt in den Ring. Ansatz zum Superkick. Aber da kommt Harting. Nein, der hat was gegen. Kiev aus dem Ring und jetzt rollt Schenkenberg ein. Eins, zwei, drei. Das ist es. Wir haben neue Tag Team Champions. Die Muskelkater schaffen die Sensation. Michael Schenkenberg, Tony Tiger Harting, die Tag Team Champions.